Schwarze Haare blond färben, so hab ich's gemacht. Part 1 ist ja bereits online, das war vor 4 Monaten, da haben wir die Haare von so dunkel auf so hell bekommen. Und Schritt 1 ist natürlich einen Friseursalon deines Vertrauens finden. Und trust me, wenn ich dir sage, es ist so, so wichtig, wo du hingehst, weil ein Friseurbesuch kann auch ganz schön schlimm enden. Das ist ein Statement. Guck dir mal bitte die ganzen Auszeichnungen und Pokale an. Ich bin wie immer bei Clestige. Und du solltest das jetzt in deine Instagram-Suchleiste eintippen, weil dieser Salon ist wirklich eine 10 von 10. Ich fühle mich da so wohl und gesehen. Ich habe immer eine gute Zeit da und wir haben am Anfang auch ganz intensiv besprochen, was wir heute machen. Und ich hatte noch keine Ahnung, wie anders es doch am Ende aussehen wird zum ersten Mal. Das ist wirklich nochmal eine krasse Veränderung für mich auf jeden Fall. Ich habe mich dann zwischendurch ein bisschen geschminkt, am Laptop gearbeitet und hier konnte ich gar nicht gerade stehen, weil immer, wenn es heißt, nicht bewegen, Rebecca, bin ich so, okay, wie steht man nochmal? Hatte man mir vor ein paar Monaten gesagt, als ich meine Haare selbst mit Henna schwarz fast gefärbt habe, dass ich irgendwann mal so kühl blond sein werde, ich hätte es niemals geglaubt. Eine Kundin war heute das erste Mal bei Clestige und hat gefragt, ob sie meine Haare fotografieren darf, weil das ihr Ziel ist, wo sie in ein paar Monaten hin möchte. Und ich habe ihr gesagt, dann bist du hier genau richtig. Und sie meinte,